Freunde, willkommen zu einem weiteren Talk-Video, heute auf meinem wunderbaren Zweitkanal. Und zwar werden wir heute uns das neue Set Fusion Strike angucken. Oder auch auf Deutsch Fusionsangriff. Finde den englischen Namen deutlich besser, muss ich an der Stelle sagen. Ich werde euch grob sagen, was meine Meinung zu dem Set ist, wie viel ich in dieses Set rein investieren werde. Also jetzt für Openings halt. Und das Set kommt diese Woche raus. Hatte ich nicht auf dem Schirm, dementsprechend fangen wir an. Uns wird helfen die gute Seite Poke Collector. Sehr geile Seite, wir können ja auch schon das nächste Set sehen. Das ist halt das Ding, der Fusion Strike ist noch gar nicht raus. Wir wissen jetzt schon, dass das Set Brilliant Stars rauskommt und dass dieses Set stacked sein wird, und zwar Ende Februar. Muss ich dazu irgendwas sagen? Ich glaube nicht, oder? Glurak und Arceus einfach. Instant vorbestellt, ja. Das sind halt so geile Karten, halt die V-Stars. Aber kann halt auch schnell overhyped sein, das Set. Aber gut, rein geht's hier. Fusion Strike. 264 Karten plus 20 Secret Rares gelistet. Kommt am 12. November raus. Ende dieser Woche. Schauen wir rein, was haben wir hier? Wir haben sehr viele Käfer-Pokémon mit sehr schönen Arita-Artworks, wie ich das weiß. Also ich glaube, das Raupi ist ein Arita-Artwork. Wir haben Bloom als V-Karte. Wir haben Fruyal, Gordrum mit einer sehr coolen V, Gordrum auch mit V. Flapfel, Sarut mit einer sehr coolen Rare-Karte, Skelabra. Wir haben auch einen Cinderace VMAX mit dem Avatar-Kopf und ein sehr schönes Cinderace. Warum sind hier zweimal Cinderace drin? Warum ist hier zweimal Cinderace drin? Kann mir das einer erklären? Das eine als Reprint, das andere Normal oder was? Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich nicht verstehe. Soll Cinderace das neue Glurak werden? Warum kriegt er so viele Prints? I mean, das eine ist wahrscheinlich aus dem Starter-Deck, was in Japan war, was wir noch nicht hatten als Print. Das andere wird der reguläre Print sein. Das eine ist ein Single Strike. Ah, I see, das ist ein Single Strike, das ist ein Normal One. Aber warum bringst du dann nicht nur die Single Strike raus? Warum muss die Normal dann auch mit drin sein? Einfach, weil der Printer hier drin ist? Ich weiß es nicht, weil bei Gordrum ist es zum Beispiel auch nur eine V. Aber okay, gehen wir weiter. Skelabra hier aus Fusion Arts, aus dem japanischen Fusion Arts, im Fusion Strike drin, finde ich cool. Greninja feiert ein Print, was sehr geil ist, sehr schönes Artwork. Inteleon haben wir hier aus den V-Max Decks, kennen wir auch. Pikachu ist hier drin mit einem Print, okay. Das finde ich sehr geil. Also bisher von den V-Karten, du hast alle Starter an der Generation, du hast die V-Max-Variante der Starter, du hast noch mehr Starter, du hast Pikachu hier drin. Overall würde ich jetzt schon mal sagen, ist es ein sehr cooles Set. Celebra ist ein sehr cooles Geist-Pokémon. Carpils ist ein sehr beliebtes Pokémon der dritten Generation. Das sieht bisher gar nicht so bad aus. Picuda, nice, ist Artwork hier, Torpedo, finde ich sehr nice. Wir haben Belectro. Ja, ist okay. Mew, absolut Classic, finde ich mega geil, die V und die V-Max. Katapultra. Lucario ist hier am Start, okay. Gengar ist hier am Start mit der V-Max. Despota feiert hier im Print. Heilige. Darkrai haben wir hier drin. Zoroark ist hier drin. Genesect ist hier drin. Dodri mit einer super kleinen V-Karte. Noch gar nicht gesehen. Wir haben hier meinen Lieblingsboy. Schlaraffel. I hate him. Will ich zieh die Full Art, Alter, ey. Und dann kommen wir dahin, was wohl mit am interessantesten ist für alle. Klar sind die V- und V-Max-Karten cool, aber die meisten Leute werden sich in dem Sinne halt auch nur für diese Karten interessieren. Was die Secret Rare-Karten sind. Und wie auch schon mal in der TCG-News-Folge gesagt, die letzte Woche rauskam. Dieses Set war eigentlich ein Set, was vollkommen okay war. Es war voll fein. Und es war ein Set gewesen, wo ich hätte mal sagen können, okay, von diesem Set nehme ich mal für meine Openings allgemein ein Case. Weil, yo, ich habe ein normales Opening, ich habe ein Beat the Box, ich habe vielleicht was für Cashback, ich habe ein 100er Opening, Sense. ETB-Openings, perfekt. Aber Pokémon droppt einfach diese Bombe und sagt uns, how about Celebi V Alternativ? Geile Karte. How about Sanaconda Alternativ? Auch eine extrem geile Karte. Wir haben alternatives Mew hier drin. Wir haben mein Freund Schlaraffel, Full Art und Alternativ. Wenn ich den nicht ziehe, Alter, dann bin ich nicht weiterhin der Eichelkönig. Da hinten ist mein Eichel-Pokal. Nennt ihn, wie ihr wollt. Wir haben hier alternatives Fidinara, Ziana, I'm sorry. Wir haben alternatives Inteleon, wir haben alternatives Gengar. Wir haben ein Gold-Pokémon tatsächlich nur, was sehr untypisch ist mit Vati, was ein bisschen Enttäuschung ist. Und ich kann mir vorstellen, ich habe lange Zeit keine Gold-Shiny mehr gezogen, außerhalb des Muse of Celebration, dass ich die Karte instant ziehen werde und es hassen werde. Aber hey, es ist eine Gold-Shiny, dementsprechend wäre ich da eigentlich gar nicht mal so unfroh. Wir haben unendlich viele coole Full-Art-Karten.
1, 2, 3 Waifus, würde ich an der Stelle sagen. Schoolgirl ist jetzt nicht so die Waifu und das Schoolboy. Und die drei Boys hier ebenfalls auch nicht. Alternatives Genesekt. Also, sau viele Rainbow-Trainerkarten. Natürlich Schlaraffel als Rainbow, Mew als Rainbow. Zwei unglaublich schöne Energiekarten. Boah. Also dafür, dass ich mit nichts gerechnet habe vor 1, 2, 3 Wochen mit diesem Set, ist dieses Set ultra stacked. Fusion Strike, 264 Karten plus 20 Secret Rares. Das ist unverschämt heftig halt. Alleine, dass die schon sagen, hey, und wir, die ganzen Karten aus den ganzen Decks, die wir hatten halt, ne, aus den Teilen hier. Haben wir bei Cashback geöffnet, haben wir auch so bei einzelnen Videos geöffnet. Dass die hier drin geprintet werden, finde ich super geil erstmal, dass sie im Print feiern. Aber ich hätte es cooler gefunden, wenn Pokémon einfach dasselbe in Deutschland oder England gemacht hätte. Yo, bringt doch Decks raus, wo diese Thematik ebenfalls angesprochen wird. Bringt doch Inteleon und Gengar Decks raus, wo man ebenfalls gamblen kann, um diese Artworks zu bekommen. I mean, klar, es ist cool, die Sachen auch hier so zu ziehen. Will ich gar nichts gegen sagen. Aber das mag ich halt in Japan lieber. Da hast du halt die Möglichkeit auch mal, nicht immer nur dasselbe Set zu kaufen, sondern halt auch mal was anderes zu holen. Finde ich halt einfach besser. Für viele Leute, die einzelne Karten hiervon haben können, würde ich auf jeden Fall empfehlen, yo, versuch das bitte einzeln zu kaufen, weil wir haben ja, weil Fuller zähle ich mal mit als Secret Rares, 245. Wir haben 39 Secret Rares hier drin, 39 Stück. Und wisst ihr, was das Witzige ist? Es ist nicht in jedem Display eine garantierte Full Art oder ähnliches drin. Das heißt, ihr habt in 72 Boostern tendenziell eine. Man kann auch sagen, man hat eine Full Art oder sonst was pro Display. Aber das ist nicht immer der Fall. Die Pullrate wurde seit Evolving Skies so verschlechtert, dass ihr inzwischen halt auch mit zwei VMAXs oder einer VMAX oder nur V-Karten rausgehen könnt aus einem 36 Booster Display. Und das Problem, was ich da sehe und was viele vielleicht nicht erkennen, stellt euch vor, aus 72 Karten zieht ihr vielleicht nur ein Cravell Full Art. Sagt ihr dann so, ja geil, jetzt noch 38 Full Art Karten, die ich noch zu ziehen habe. Ich glaube nicht. Und das macht die Karten nicht nur wertvoller, was in einem Sinne erstmal gut ist, aber sehr viel schwerer zu ziehen. Und das Problem ist halt trotz dessen leider, selbst wenn du halt auch mal dann so ein Cravell ziehen solltest in Full Art aus deinen 72 Boostern, die du öffnest, dieses Cravell wird trotzdem nur seine 7 bis 12 Euro wert sein, was halt einfach schade ist und den Preisen nicht gerecht wird. Und deswegen sage ich halt euch, wenn ihr ein Favorite habt mit Mew oder ein Favorite habt, wie ich mit Schlaraffel, dann kauft euch diese Karte einzeln, aber niemals, versucht niemals die Karte zu ziehen. Außer ihr seid so gestört, wie ich es bin und versucht dieses verdammte Celebi alternativ zu ziehen. Wenn ich jetzt so perspektivisch rauf sehe auf dieses Set, sehe ich ein Set mit sehr vielen coolen Karten. Celebi mag ich. Mew Full Art finde ich verdammt schön. Mew Alternativ finde ich tatsächlich besser als die VMAX-Karte. Ich finde die Mew-Karten in Full Art deutlich besser als die Rainbow oder Alternative. Hands down, meine Meinung. Espeon VMAX, finde ich verdammt geil. Inteleon VMAX, verdammt cool. Gengar VMAX, brauche ich nicht drüber reden. Eine der schönsten Karten überhaupt. Und diese Karte werde ich wiederbekommen in ein paar Tagen von PSA tatsächlich. Ich kann hier schon ein paar geile Karten sehen, die ich unbedingt ziehen möchte. Wie viel Geld werde ich ungefähr ausgeben für das Set? Wenn wir jetzt das so sehen sollten halt, ne? Natürlich kriege ich auch ein bisschen was gesponsert, will ich gar nichts gegen sagen. Das wisst ihr halt, dafür habe ich ja meine Sponsorships. Sagen wir, 6 Displays kaufe ich für so 130 Euro. Bin ich schon bei grob 1000. Sagen wir, 2 ETBs drauf, plus 50, boom. Was kommt noch raus? Eventuell noch 3er Blister, packen wir da auch nochmal ungefähr ein Huni drauf. Und sagen wir, wir machen nochmal ein 18er auf. Sagen wir nochmal hier 75 plus 75. So, über 1130 Euro, wo ich normalerweise wäre halt, ne? Sagen wir, ich kriege ungefähr die Hälfte davon gesponsert. Bin ich trotzdem noch bei 500-600 Euro. Eventuell kaufe ich mir davon noch mehr für Cashback. Eventuell kaufe ich mir davon noch mehr für andere coole Series oder für Pack Battles, Pack Bingo. Alles Mögliche halt, was super viel Spaß macht und was auch coole Formate sind. Und nicht nur mich, sondern halt auch euch mehr oder weniger unterhält. Es ist aber schon mehr Geld eigentlich als das, was ich eingeplant habe. Das kann ich euch so sagen. Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass dieses Set halt einfach das mit sich bringt, was es mit sich bringt. Es wäre noch krass gewesen, wenn noch eine zweite Shiny hier drin gewesen wäre. Wäre ich ehrlich mit euch. Aber ja, Schlaraffel, let's go, Alter, ey. Von der Skala von 1 bis 10 würde ich dem Set, boah, schwanke zwischen 6,5 und 7. Ich wäre eher bei einer 7, glaube ich. Es sind schon sehr viele coole Karten dabei. Gerade die Alternativen machen das Set halt sehr, 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 sehr stark. Evolving Skies ist eine gute 8,5 bis 9.
Ich würde dem Set eine gute 7 geben. Eine gute 7. Wenn nicht sogar 7,5 jetzt hier. Fusion Strike. Gutes Set. Kann ich euch empfehlen. Wenn ihr es sehen solltet für einen guten Preis, snackt es euch weg. Freut euch auf die Openings diese Woche. Es wird nice werden.